Na gut, drei Salpeter reichen hoffentlich erstmal. Leb wohl. Frage ist jetzt so, wie kriege ich die jetzt nochmal hergestellt? Ach, warte mal. Ah, okay, da unten sind sie. Okay. Da unten sind sie. Wo ich sie reingepackt habe. Da, wo sie hingehören. Gut. Dann haben wir hier aber noch Schatzsucher. Hier ist ein Brief, den du gefunden hast. Wir haben so vieles gefunden. Briefe, Briefe. Der hier? Ist das der? Sind wieder im Lager, haben wir haufenweise Beute mitgebracht. Hauptsächlich Rüstung und Waffen, aber diesmal eine versiegelte Truhe. 16. Tag. Vor Tagesanbruch kam ein Boot ins Lager, gab große Aufregung. Sie stellten sofort eine Gruppe zusammen, um die Truppe zu transportieren, die Truhe zu transportieren. Nach Einbruch der Dunkelheit werde ich ihn in Erfahrung bringen, wohin sie die Truhe gebracht haben. Sie haben die Truhe nicht so weit transportiert, nur zur verlassenen Hütte bei der alten Mühle. Sie haben eine Wache aufgestellt, sodass ich nicht näher herankam. Seit gestern Nachmittag haben alle im Lager gesoffen. Wenn wir jetzt angreifen, würden wir sie vernichten. So schade, dass der Kommandant nur einen Mann zu diesem Außenposten abbestellt hat. Ich versuche heute Nacht reinzuschauen. Okay. Tribunal Blunt. Vielen lieben Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Okay, das ist Jennifers Brief. Okay, ich glaube. Ja, gut. Das war das mit dem Deserteurgold. Moin. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Schön, dass du reinschaust. Und vielen lieben Dank. Wo müssen wir hin? Warum weiß ich jetzt, dass das mit dem Pfeiltasten geht? Da oben hin. Also warte mal, können wir auf dem Weg dahin ein paar Nester kaputt machen? Das liegen zwar nicht auf dem Wege, aber okay, machen wir. Wir klauen mal das Pferd hier, ne? Stört ja keinen. Sagt dir keiner was. Ich weiß, was ich weiß. Plötzlich muss ich auch mal frei haben. Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Soweit alles okay. Geht's hier nach Lysima? Ich habe es jetzt endlich bis zu Teil 3 von Witcher geschafft. Besser kann es einem gar nicht gehen. Ja, ich habe das Gefühl, ja, ich kann nicht lenken bei Galopp. Das ist so, ich kann weder Auto fahren noch kann ich reiten. So. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, ob dass wir da durch das Ding da reiten, durch den Wald, aber hat doch jetzt hier zu riskieren. Aber wir kommen da eh nicht hoch. Ich will eigentlich nur noch die Monsternester hier vernichten. Also bis jetzt ganz gut. Ich habe es vor 2 Jahren mal angefangen zu spielen, aber nur so 2-3 Stunden. Danach, ich kam halt einfach irgendwie nicht in die Lore rein. Dann habe ich mir halt gedacht, okay, Witcher 1, Witcher 2 gab es im Angebot. Und ja, Witcher 1 hatte ich dann damals gespielt, auch im Let's Play bei YouTube.
auf meinem Kanal. Das hatte ich dann hier auch im Stream gespielt und dann dachte ich, jo, ich bin so im Witcher-Fieber, machen wir auch noch den zweiten. Dann habe ich heute den zweiten beendet und ja, direkt mit Teil 3 angefangen. Und bisher, ich liebe es, ich bin schon wieder süchtig. Und diesmal endgültig. Weil ich diesmal auch verstehe, worum es hier größtenteils geht und nicht nur da sitze und denke so, hä, was wollt ihr jetzt alles von mir? Ich muss es zerstören. Ich muss auch unbedingt noch die Bücher lesen. Eines habe ich auch bisher schon gelesen. Ich glaube, doch der eins der Vorgeschichte habe ich bisher gelesen. Was mir auch noch mal ein bisschen geholfen hat, hier so ein paar Sachen zu verstehen. Aber alles in allem doch ein echt geiles Game. Das ist falsch. Hier einmal hin. Wo war das letzte Nest? Da oben. Und dann gehen wir da zu dem Deserteurgold hin. Wenn wir dieses Gebiet heute auf jeden Fall noch schaffen. Ich möchte auch versuchen, so viel wie möglich zu erkunden. Also ob ich wirklich alles schaffe, weiß ich nicht. Aber ich gebe mir allergrößte Mühe. Okay. Ja, Witcher ist toll. Witcher ist toll. Also kann ich immer nur wärmstens empfehlen. Viele meiner Zuschauer kannten Witcher tatsächlich gar nicht. Ich habe Witcher 1 auch dann erst nur nochmal gespielt, weil es dann bei einer Abstimmung rauskam. Im Februar, glaube ich. Da waren dann halt die meisten für Witcher 1. Und da habe ich mir dann gedacht, gut, ja, ziehen wir einfach die Reihe durch. Passt doch. Weil ich hänge halt meistens so bei alten Games fest, die ich so ständig spiele. Aber so die neuen oder viele Spiele, die ich mir dann gekauft habe, die bleiben dann einfach bei mir hängen und bleiben ungespielt. Und das wollte ich jetzt halt auch mal ändern, endlich. Weil dafür ist die Reihe einfach zu geil, als dass sie ungespielt bei mir hier rumgammeln kann. So geht's mir auch. Ah, oh, ein Gleichgesinnter, schön. Ja, ich habe so viele Spiele. Das ist schon krank. Das ist echt krank. Aber meine Interessengebiete bei Games sind halt auch wirklich breit gefächert. Ich spiele gefühlt alles. Außer viel, na doch, selbst Horror bis zu einer gewissen Grenze. Aber ich spiele es halt irgendwie dann doch nie. Kaufe es oder bestelle es mir vor. Dann liegt es da. Ja. Und dann liegt es da. ja, ich spiele am PC. Ich habe zwar auch das Spiel für Konsole, für PS4, aber da ich die ganze Reihe jetzt halt komplett am PC gespielt habe und ich halt auch die Speicherstände übertragen wollte, weil von 1 habe ich dann auf 2 übertragen, von 2 jetzt auf 3. Damit halt die Entscheidungen immer mit dabei sind, die ich vorher getroffen habe. Und ich halt wissen möchte, wie sich das dann so spielt. Im zweiten war es sehr interessant, wie meine Entscheidungen im ersten sich auf den zweiten ausgewirkt haben. Das war echt cool. Und hier sind es ja diesmal nur Entscheidungen statt noch Ausrüstung, was weiß ich, was da alles gab. Also, ja. Da ging am PC. Das ging nicht vorbei. Das musste ich am PC spielen. So ist die meisten schlafen sich ungespielt auf und gucken ganz froh. Ja. Oh, hör auf. Vielleicht habe ich noch Mitleid mit meinen ungespielten Spielen. Oh, hier ist Plötze. Halt. Plötze tut mir ja jetzt auch ein bisschen leid. Ich reite hier fremd. Oder ihm? Es? Ich würde hier gerne nachgucken, aber ich glaube, ich sehe nicht viel von
ne? Hey. Plötzlich reiten noch aufgewuckt mit dir. Das Pferd war halt einfach gerade da. Es war eine spontane Entscheidung. Außerdem wollte ich auch mein Großpferd reiten. So, auf die Gefahr, dass ich eh wieder irgendwo gegen reite, galoppiere ich mal. Würde auch auf Beziehung steigen. Ja, bei mir hat das war damals der Auslöser die Gothic-Reihe. Wildpferde. Die Gothic-Reihe war der Auslöser, dass ich dann auf dem PC gespielt habe. Ich spiele jetzt halt beides. Konsole wie PC. Aber durch Let's Plays, also YouTube und durch Streamen halt lerne ich trotzdem immer beim PC. Aber es gibt ja Gott sei Dank auch Möglichkeiten von der Konsole aus aufzunehmen und zu streamen. So dass ich dann halt beides verbinden kann. Hier rein. Ach, das war das Ding hier. Oh nein, nämlich noch so. Geralt macht einfach erstmal alles kaputt. Ich ziehe nur die Explosivstiele zur Konsole. Ah, bei mir ist es halt ja unterschiedlich. Das Schlimmste ist, ich kaufe mir auch vieles doppelt oder krieg's dann halt geschenkt und wenn ich dann sehe, okay, ah, das gibt's da jetzt für 10 Euro, ja komm, das holen wir uns auch nochmal auf Konsole. Das ist egal. Ja, ob wir das schon haben oder nicht. Das war jetzt das falsche Zeichen. Ich hätte gerne das hier. Ich zieh mal eine neue Grafikkarte drüber. Ja, okay. Mein neuer PC war damals auch Auslöser. Den ich mir selbst zusammengespart habe. Und zusammengebaut habe. Beziehungsweise zusammengestellt hat ihn mein Freund. Ich hab nur gesagt, jo, ist richtig. Passt. Ist super. So, Deserteurgold. Soll ich aber hier nichts mehr machen, oder? Ne. Aus. Den wir alles simuliert haben. Und jetzt. Oh Gott, einmal nach da hinten. Ah, das Pferdchen steht da hinten noch. Das ist super. Dann kann es mich die Ecke auch nochmal begleiten. Heya! Über Stock und über Stein, ne? Ach komm, du wirst doch da wo runter können. Unglaublich. Oh, yeah, geh doch weiter. Was geht es hauptsächlich in dem Game? Los, lauf! Wie erkläre ich das jetzt am besten? Also wir sind ein Hexer, der eigentlich auf der Suche ist nach seiner, ja, Geliebten quasi. Und nach seiner, ich glaube, Ziehtochter. Und ja, man muss dann halt quasi langsam Monster töten. Monster töten und ja. Ja, mehr weiß ich halt vom dritten Teil leider nicht genau, aber es geht halt viel ums Monsterschnetzeln, Aufträge erledigen, Jungfrauen in Nöten retten. Also ein Grab, würde ich jetzt mal sagen. Ist halt Open World mäßig. Das üble RPG-Zeug, ja. Du hast es perfekt geschrieben, Dufte. Perfekt geschrieben. So, bin ich jetzt hier richtig oder bin ich auf... Ach komm, Lecko Funny, ey. Bringt mich mein Ackergold da noch bis nach hinten hin. So.
Dann bitte einmal. Ich vergesse jedes Mal meine Tasten hier. Ich bin noch so die Konsolensteuerung gewöhnt. Ach, das. Redstone. So. Jetzt brauchst du mal so viel. Oh Gott. Kommt drauf an, ob man alles erkunden möchte. Es gibt. Also ich habe hierzu auch noch die DLCs. Ich glaube, die DLCs nehmen noch mal so 30 Stunden auf jeden Fall ein. Das Hauptspiel schätze ich 50 Stunden mindestens. Also ich kann das schwer einschätzen, weil es halt wirklich riesig ist. Und je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad man spielt. Also ich weiß, dass der erste und zweite Teil auf jeden Fall kürzer war. Aber dafür schwieriger. Von der Story her an sich kürzer. Das hier wird wahrscheinlich deutlich länger sein. Na, sorry, so 30 Stunden, alles zusammen 80 rum. Beweg dich! Also ich habe tatsächlich Unterschiedliches gelesen. Ich habe einmal, so wie du das gerade schreibst, gelesen. Ich habe aber auch schon gehört, dass es bis zu 200 Stunden gehen kann. Da frage ich mich aber, ob man dann wirklich bis ins kleinste Detail jedes Geheimnis, jedes Secret sucht. Von daher kann ich das gar nicht genau sagen, da das ja auch mein erster Run ist hier. Also, ich bin da selber noch gespannt, was uns hier erwartet. Und habe tatsächlich ein bisschen Schiss vor der Stundenanzahl. Warum noch? So, hier. Nee, das ist Gwent. Ich gehe jetzt einfach hier mal alles durch. Ich blick da nicht so ganz durch hier. Aber 200 ist schon enorm. Ja. Also da frage ich mich echt so, okay, was will man dafür dann alles entdecken? Wo muss man überall alles hin, um das wirklich zu schaffen? Also gut, wenn man es auf schwer spielt, kann ich mir das durchaus vorstellen. Und wenn auf normal, also ich habe jetzt tatsächlich auf leicht gespielt, weil oder gestartet, weil der Teil 2 hat mich fertig gemacht. Nee. Ich möchte meinen Spaß noch im Spiel haben und nicht den Controller oder die Maus einmal in die Ecke pfeffern. Ja, stimmt. Ja, Gwent. Oder Gwent oder wie auch immer. Das heißt, das wird da auch noch mit reinziehen. Stimmt. Das werde ich hier ja, glaube ich, gar nicht so exzessiv machen, einfach weil ich das Spiel überhaupt nicht kapiere. Ihr habt da gar keine Ahnung von. Und zum anderen reizt es mich halt auch überhaupt nicht. Ich weiß nicht, für Gwent bin ich zu blöd. Ich habe vorhin tatsächlich die erste, diese Tutorial-Runde habe ich. Entweder muss man da gewinnen oder ich hatte einfach Glück. Aber das war. Wir haben ja Glück als Verstand. So. So ist gut. Aber das geht nicht so, dass man noch einmal so. Ja. Also du folgst dich grundlegend einfach nur der Story. Du kannst auch Nebenquests machen, abseits der Wege mal reiten. Es hat keine lineare Geschichte in dem Sinne. Also ja, klar, du hast deine Hauptstory, der du folgst, aber du kannst halt, wie ich jetzt hier halt die ganze Zeit, irgendwelche Schätze suchen, verschiedene Rüstungen zusammensammeln, dann halt Gwent spielen. Also du musst nicht strikt einem roten Faden folgen und hast nur einen bestimmten Weg, sondern darfst auch mal abseits der Wege erkunden. Nicht so wie in den ersten zwei Teilen, da hast du das nämlich. Mach langsam. Es war nur bis zu einem gewissen Punkt, aber es ist halt schon
schon vorhanden. Komm schon. Da darfst du dann in dem, zum Beispiel im zweiten Teil, da darfst du halt nicht mehr großartig abseits der Wege gehen. Erst so feste Wege, die du lang gehen darfst. Und dann, ja, war sich die Geschichte. Also ich mache jetzt halt immer so, dass ich die ganzen Nebenquests erstmal mache. Und die Hauptquest immer so hinten anstelle. Weil ich halt so wenig wie möglich verpassen möchte. Aber auf 100% werde ich es nicht machen. Dazu gibt es noch zu viele andere Spiele, die auch noch auf meiner Liste rumlungern. Aber ich lasse mir da noch Zeit. Allein weil die Welt auch so schön gestaltet ist. Macht einfach nur Spaß. Absteigen hier. Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. Ein Lager? Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Diese Spuren sind älter und tiefer, schwer gepanzert, wohl Nilfgaarder. Und noch was? Ja, Leinen. Temperaturset. Okay, da hinten sind Wölfe, glaube ich. So, muss ich ja mal hier hoch. Huch. Oh, ja, jedes Mal wieder. Also wie gesagt, ich kann dir das Spiel bisher nur empfehlen. Es hat auch tatsächlich Suchtpotenzial. Das ist auch die Uhrzeit, wie ich jetzt hier schon wieder dran sitze. Also mein Plan war eigentlich, dass ich nicht so lange spiele. Ich bin eigentlich todmüde, wollte eigentlich ins Bett. Klappt super. Klappt echt super. Nee, aber Witcher ist wirklich gut dafür. Also, es hat Suchtpotenzial. Du kannst dich da so in dieser Welt drin verlieren. Und es macht einfach nur Spaß, alles zu erkunden. Die komischen Kreaturen hier niederzumetzeln. Es ist einfach... Es fühlt sich an wie eine zweite Heimat so ein bisschen. Und für mich ist es gerade auch nochmal extrem... Oder eigentlich was komplett Neues. Weil damals, wo ich es gespielt habe, ich hatte einen richtig schlechten PC. Also für damalige Verhältnisse sogar noch gut. Aber es hat Witcher 3 damals nicht gepackt. Weil ich wollte es damals auch als Let's Play aufnehmen. Ging irgendwann nicht mehr. Das Spiel ist dann halt nur noch abgestürzt. Und dann habe ich schweren Herzens musste ich leider das Spiel deinstallieren. Und jetzt mit meinem neuen Rechner, meinem neuen Monitor, es sieht einfach so geil aus. Und das Schlimme ist, das seht ihr ja so gar nicht, aber es sieht echt so. Ah, Liebe liegt in der Luft. Ist. Oder was davon übrig ist. Das ist aber kein Skyrim, nein. Die Leiche ist ein also mit Skyrim ist es überhaupt nicht vergleichbar. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Nicht? Kein Skyrim-Fan? Wieso denn nicht?
Also klar, ist ja unterschiedlich die Meinung, aber mich würde das echt gerne mal interessieren, weil bisher kenne ich nur Knochen, Pferd. Immer diese pure Begeisterung. Mensch, einige Monatsvorräte. Außer die halt überhaupt nicht auf solche Spiele stehen. Was machen kann, ja. Ja. Ich finde, bei Skyrim wurde es irgendwann eintönig. So auf Dauer. Gut, und bei Skyrim war bei mir das Problem die Riesenspinnen. Die sind bei mir da ja das Problem. Und das ist das Gute an Witcher. Es gibt hier keine Spinnen. Es gibt spinnenähnliche Viecher, aber es gibt keine Spinnen. Deswegen das Spiel noch mal umso mehr liebe. Das Weibchen, die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Oh ja, ist hör auf mit dem Mods. Der andere Greif werde ich nie durchkommen. Sein. Nie. Ich werde, wenn ich 80 bin, habe ich noch nicht alle Mods von Skyrim durch. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Ich bin so schwach nach. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Es hat zwar, währenddessen hat es manchmal noch so einen kleinen Hochpunkt, aber an manchen Stellen ist es wirklich, ja. 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 Aber wenn man jetzt so die ganz kleinen Sachen, nee. Da fehlt manchmal irgendwas, obwohl ich Skyrim echt liebe. Sofern ich den Anti-Spinnen-Mod habe. Dann ist Skyrim toll. Und wenn ich es nochmal ein bisschen aufgehübscht habe. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell, 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Na gut, sagen wir es mal so, wenn mein Greifenpartner plötzlich tot ist, würde ich auch amok laufen und sich Menschen umbringen. Ist eigentlich ganz natürlich. Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Hi! Schön, dass du reinschaust. Ich glaube, das Game hier auch noch rumliegen, aber es war eine Zeit, mit der ich gesucht habe. Was ist der Unterschied in der Raffe? Deswegen schiebe ich das mal raus. Ah, okay. Red Dead habe ich zum Beispiel noch gar nicht gespielt. Liegt hier aber auch rum. Wo wir vorhin gerade davon waren, mit den die Spiele, die sich bei mir stapeln. Da hatten wir vor kurzem das Thema. Meine ungespielten Spiele weinen. Ich glaube, die liegen einfach nur noch da mit so einem Packen Taschentücher und heulen rum, dass ich sie nicht spiele. Aber ich wollte erstmal die Witcher-Reihe spielen. Damit ich das endlich mal von meiner To-Do-Liste streichen kann. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Und weil ich sowieso gerade eine Witcher-Phase habe. Und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Ich habe getan, was ich konnte. Stufe 3. Ich sollte mit Wesemir reden. Kampfvorbereitung. Unterschätze niemals deinen Gegner. Oh nein, in Witcher unterschätze ich das nicht mehr. Niemals. Diese Regel ist aus gutem Grund das Kernstück des Hexerkodex. Angemessene Vorbereitung hat schon manchen Hexer das Leben gerettet. Du solltest dir Tränke und Öle brauen oder Handwerker aufsuchen, ehe du dich in den Kampf stürzt. Verstärken Gegner, solltest du einige Nebenquests abschließen, damit du Erfahrung gewinnst, deinen Charakter weiterentwickeln kannst und deine Chancen steigerst, den Kampf zu gewinnen. Das Gute ist, gegen den Greifen ist das noch nicht ganz so schlimm. Der Greif ist für mich noch relativ harmlos, den kenne ich. Ich erinnere mich noch an ihn. Wir sind alte Freunde. Utwart sagt mir überhaupt nichts. Worum geht's da? Das sagt mir auch so vom Namen überhaupt nichts.
Und wahrscheinlich habe ich es trotzdem irgendwo auf meiner Wunschliste rumgammeln, obwohl ich keine Ahnung habe, worum es da geht. So, Quen wollte ich ja weitermachen, ne? Wie viele Punkte habe ich? 3. So. Was haben wir hier noch? Zeichen mit Ziffern. Armbrustbolzen. Meinem Auto macht es drauf. Das kann jedoch immer nur einer solcher Bonus aktiv sein, okay. Essen regeneriert 20 Minuten lang die Vitalität. Okay. Immun gegen die Wirkung von Bomben. Ja, das machen wir mal. Ich neige dazu, da selber reinzulaufen. Jetzt möchte ich hier noch einmal das hier machen. Aber wir können nur nichts hier Neues reinpacken. Schade. Naja, ist halt so. Also Witcher 3 bei mir auf 60. Wenn du Witcher jetzt meintest. Geralt, ist ja schön, dass du da nochmal reinspringst. Aber ich will doch nur nachgucken. Du sollst hier keine extra Moves machen. Wurde mir doch eben noch irgendwas angezeigt. Verbrannt. Das können nur Menschen getan haben. Okay. It's 10 o'clock. Danke für dein Follow. Vielen lieben Dank. Und willkommen bei den Senfboten. Muss ich mittlerweile echt dazu sagen. Ich vergesse es immer. Jedes Mal bin ich immer noch so nervös. Da geht doch mehr, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube. Also bei mir hier gerade nicht, glaube ich. Ne. Ich spiele tatsächlich schon auf den besten Einstellungen und ja gut, streammäßig würde es wahrscheinlich, also FPS-mäßig nicht, aber ich könnte, streammäßig könnte ich es noch verbessern, tatsächlich. Da spiele ich nicht auf bester Auflösung, aber auch nur, weil ich nicht genau wusste, wie das alles funktioniert, ob das alles läuft, ob mein Internet das mitmacht, deswegen mache ich das noch so, wie es ist, bis wir vielleicht entweder irgendwann mal nochmal eine bessere Leitung haben. Aber das Spiel hier spiele ich tatsächlich auf den höchsten Einstellungen. Auch wenn es im Stream nicht ganz so aussieht. Leider. So, wo muss ich hin? Ah. Ach ja. Ich erinnere mich. So. Sammeln wir hier doch noch mal ein paar Kräuterchen ein. Davon können wir nicht genug haben. Ich bin sowieso sammelwütig. Was ist jetzt? Ja. Ja. Ich weiß, aber. Ich würde schon gern mit mehr machen, aber für den Anfang reicht's. Für den Anfang reicht's. Und solange es flüssig läuft, ist alles gut. Das kann ich ja Gott sei Dank auch immer gut nachprüfen. Weil das war mir wichtig, dass das Stream halt nicht stockt. Und dass es aber dennoch gut aussieht. Ich glaube, dass das bisher ganz gut hinhaut. Weil ich streame jetzt erst seit dem 7.1. diesen Jahres. Also ich mache das hier noch nicht so lange.
Das ist erstmal noch so komplettes Neuland. Vorher habe ich halt immer, oder mache bisher ja immer nur YouTube-Videos. Also ganz normal Let's Plays. Und da war das halt nicht ganz so, dass ich auf alles drauf achten musste, dass das Internet stimmt und so weiter und so fort. Da konnte ich einfach drauf loszocken und einfach das Ding anschmeißen. Ist bei dem Stream jetzt nicht mehr ganz so. Da gucke ich tausendmal nach, ob alles funktioniert, bevor ich überhaupt was starte. Sag ich wäre mir. Ja? Was ist denn, Wolf? Schön, dass er mich immer noch Wolf nennt. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Alter, sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ein bisschen noch frischer dabei. Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank wohl eher. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Ich habe ja meine Streaming-Sachen ja immer weiter rausgezögert damals. Ich wollte eigentlich schon letztes Jahr anfangen. Aber ich hatte tatsächlich panische Angst davor. Und habe dann immer gesagt, ja, komm, ich mach das irgendwann. Ja, ich mach das dann und dann. Und habe das immer weiter nach hinten geschoben. Und jetzt nach meinem Umzug, jetzt habe ich auch Gott sei Dank endlich besseres Internet. Weil in meiner alten Wohnung, das wäre Katastrophe geworden. Da habe ich dann gesagt, so, morgen starte ich, morgen mache ich das. Ich habe es dann auch tatsächlich gemacht und Gott, war ich nervös. Das war wie so ein Kaninchen in der Falle. Einfach nur von links nach rechts gerannt und überall hingeguckt, wo ich dahin, wo ich hin sollte. Gott. Oh, der erste Stream, das war mir so unangenehm. Und trotzdem hat es mir so viel Spaß gemacht. Und mittlerweile kann ich mir gar nichts anderes mehr vorstellen. Mittlerweile habe ich da so viel Spaß dran. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ein PC. Ich weiß schon. Der PC war sogar in Ordnung. Aber ich wollte es halt perfekt machen. Viel Platz und weit genug weg. Ich bin in dem Punkt wirklich eine Perfektionistin gewesen und habe immer gesagt, so, ich muss das machen, ich muss das machen, das. Und wenn ich das alles habe, dann mache ich das. Und wenn ich dann noch ein gutes Internet habe, dann mache ich das auch noch. Ja. Das meiste davon habe ich geschafft. Bereite dich auf eine Taste. Ja, drück ich doch. Jetzt. Warum ging das vorher nicht? Oh Gott. Ich habe mal Erfolg freigeschaltet. Warum macht das denn solche komische Geräusche? Ah, ja. Deine Einstellung gefällt mir. Ja, ich wollte halt nicht so was Halbfertiges abliefern. Das hatten wir ja alles schon mal. Das ist unwichtig jetzt hier. Ich weiß doch, wie es geht. So, danke. Ja, wir haben jetzt Donner. Ja. Ein Bild oben. Ja, hier. So.
Klick auf den Pfeil, um das Inventar zu öffnen. Ja. Inventar. Ja. Wir wissen, wie das funktioniert. Ah. Darf ich? Danke. Ich darf wieder raus. Heil, Herr Seth. Oh, wo ist er denn dahin? Ich will auch einen Bogen. Wobei, nein, ich kann nicht schießen. Ich will keinen Bogen haben. Kann man hier eigentlich Hühner töten? Aber ich glaube, dann wären wir trotzdem gevierteilt. Ich glaube, das endet wie bei Skyrim, wenn man hier Hühner töten darf.